Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Chobi Hui. Hallöchen, worum geht's denn heute, Bihui? Was hast du denn wieder Schönes ausgesucht? Ja, also vor kurzem habe ich tatsächlich eine Statistikzahl gelesen, also einen Bericht. Und ja, nach diesem Bericht sind die Taiwaner, ja, vor allen Dingen die jungen Taiwaner, Taiwanerinnen im Alter von 18. Also die Männer sind kleiner geworden. Männer sind kleiner geworden. Und die jungen Frauen sind etwas größer geworden. Das sind ja überraschende Nachrichten. Ja, ich dachte, alle werden größer. Immer. Also wie gesagt, diesem Bericht zufolge sind die Männer etwas kleiner als vor 3 Jahren. Aha. Und die Frauen ja ein bisschen größer als vor 3 Jahren. Ja, was heißt bisschen? Bisschen, ja, bisschen. Ja, bisschen größer, bisschen kleiner. Was heißt das denn konkret? Die Frauen haben eine Körpergröße im Durchschnitt von 1,61 Meter. 1,61 Meter, okay. Also 0,5 Zentimeter. Mehr als vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, genau. Und die Männer sind im Durchschnitt 1,2 Zentimeter kleiner als vor 3 Jahren. Ja, Moment. Vor 3 Jahren waren sie noch 173,5 groß. Mhm. Und jetzt sind die Männer im Durchschnitt nur noch 172 Zentimeter groß. Genau. Kann ich ja heute überhaupt nicht mitreden, Bihui. Ich bin unter dem Durchschnitt. Ja, also im Pass steht bei mir 170 Zentimeter, aber ich bin schon nicht mehr 170. Ich bin geschrumpft. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 168 Zentimetern. Aber das, also ich liege unter dem Durchschnitt. Ich kann gar nicht mitsprechen heute. Nein. Und das mag doch nicht. Du bist ja sowieso Ausländer. Achso, ich bin gar nicht in dieser Statistik erfasst. Okay. Ja, ich bin dann bei den Deutschen mit erfasst. Und da sieht es ja noch schlechter aus. Ne? Der Durchschnittsdeutsche ist ja, glaube ich, 180. Ja, Männer. Kann das sein? Ja, genau. Kann das sein? Der Durchschnittsdeutsche? Genau. Kann doch gar nicht sein. Doch. Es gibt ja so viele, die sind 190 groß. Nee, umgekehrt. Es gibt so viele, die sind so klein wie ich. Ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die das dann ausgleichen, die 190 oder 200 groß, oder doch, okay, ich war vielleicht zu lange nicht in Deutschland. Ja. Aber meinem Eindruck nach sind die Deutschen wirklich groß. Aha. Also zum Beispiel. Du schaust immer auf, nach oben, schaust immer zu den Männern nach oben in Deutschland. Nein. Und hier in Taiwan so nach unten. Du bist ja doch relativ groß für taiwanische Verhältnisse, oder? Ja, bin ich ja schon. Du bist über dem, ja, Durchschnitt. Ja, schon ein bisschen. Ja, wie groß bist du denn? Früher? Ja, du bist auch geschrumpft. Okay. Ja, genau, war ich 1,65, ja, und jetzt bin ich ja 1,64. Aber immer noch über dem Durchschnitt. Ja, schon 3 Zentimeter über dem taiwanischen Frauendurchschnitt. Meine Kinder sind natürlich größer als ich. Ne? Sind größer als du? Mhm, meine Tochter zum Beispiel, ja. Echt? 1,68. Oder 67, so groß wie ich. Die habe ich doch schon mal gesehen. Gut, das war vielleicht nur vor 10 Jahren. Da war sie noch nicht so groß. Okay, und dein Sohn ist auch größer. Mein Sohn ist allerdings nicht so viel über dem Durchschnitt. Ja. Der ist 1,74. Aha, so. Das ist mal eine tolle Mutter. Die kennt die Maße ihrer Kinder. Wer weiß das heutzutage schon noch? Ne? Die Eltern heutzutage, die wissen nur noch ihre eigenen Maße. Aber Bihui, du weißt die Maße deiner Kinder. Das ist schon beeindruckend. Ich würde sagen, fast alle Asiaten, ja, achten mehr darauf. Ach, und so, daher, man weiß einfach das. Ja. Kultur. Okay. Mhm. Ja, tatsächlich, als ich diese Statistikzahl gelesen habe, dann dachte ich mir, oh, eigentlich sehe ich ja überall so etwas jüngere Leute, vor allen Dingen, die sind ja relativ groß. Ja, ne? Ich finde auch, dass die Taiwaner eigentlich gewachsen sind. Also der erste Eindruck von mir wäre, dass die Taiwaner sind die letzten 10 Jahre größer geworden oder die letzten 20, 30 Jahre größer geworden. Und immer wieder wird genannt, dass es jetzt eben viele Milchprodukte gäbe und dass deswegen auch die Menschen größer werden. Kann das sein, dass das an Milchprodukten liegt? Ja, ich denke ja schon. Oder ich denke überhaupt, man hat ja mehr Wissen über die Ernährung. Daher, man legt ja mehr Wert auf Eiweiß oder dies und das und weiß schon, was man essen soll, was man weniger essen soll. Mhm. Überhaupt. Ja, und also, was ich auch immer wieder höre, dass man viel springen soll, um zu wachsen. Stimmt das? Wenn man,
man soll zum Beispiel viel Basketball spielen und weil man da viel hüpfen muss und dann würde man auch größer werden. Kann das sein? Ja, kann es sein. Und man soll ja vielleicht deswegen kein Gewichtsheben lernen. Also? Ja, weil dann wird man immer untergedrückt, oder? Nach dieser Theorie. Da wird man kleiner sein. Da kommen wir jetzt ins Reich der Fabeln und Erzählungen. Es gibt ja keine Beweise dafür, aber naja, könnte sein. Also auf jeden Fall, die Ärzte haben immer gesagt, die Kinder müssen ja gute Ernährung bekommen und lang schlafen, viel Sport machen und so weiter, sodass man größer werden könnte. Mhm. Genau. Naja, aber meine Tochter zum Beispiel, sie ist ja größer als ich, aber die Schlafzeit von ihr ist auch nicht wirklich sehr lang. Also in Deutschland, alle Kinder müssten schon um 8 Uhr, oder? Ins Bett, aber deine Tochter nicht. Nee, um 12 Uhr. Was? Weil die Mama erst um 11 Uhr oder 10 Uhr zurück. Und sie damals hat auf dich gewartet. Ja, ja, genau. Echt? Oder sie hat gespielt oder Hausaufgabe geschrieben, ja, genau. Aha, eine Nachteule. Ja, und der Sohn ist auch so. Ne? Als die noch in der Schule waren, hatten die beiden nicht genug Schlafzeit. Aber nicht nur sie, die. Haben sie in der Schule geschlafen? Ja, könnte sein. Du hast recht. Dann gleicht das aus. Aber auf jeden Fall überhaupt alle taiwanische Kinder, wenn die noch Schule besuchen, da haben die meistens nicht genug geschlafen. Ja, weil die also nach der Schule, die ja meistens 8 Stunden am Tag geht, ne? 4 Stunden vormittags, 4 Stunden nachmittags, dazwischen Mittagspause, auch mit Schlafpause, ne, von oben verordnet. Jetzt wird eine halbe Stunde auf dem Tisch liegend geschlafen, jeden Tag in der Schule. Ne. Und ja, dann haben die so um 4 oder 5 aus. Und dann geht es aber erstmal zum Hausaufgaben machen. Ne. Ja, oder dann wird noch gelernt bis abends um 10 oder 11 oder 12, je nachdem. Genau, oder zur Nachhilfeschule. Oh, zur Nachhilfeschule, ja. Genau. Die meisten Kinder gehen ja in die Nachhilfeschule, um ihre Hausaufgabe zu schreiben und dann noch was lernen. Manchmal lernt man eigentlich auch nur welche kulturelle Programme oder so, aber überhaupt, die sind ja nicht zu Hause, weil die Eltern wahrscheinlich auch zu der zu Zeit sind, auch nicht weil zu Hause. Die Eltern meistens beide arbeiten und erst um 9 Uhr nach Hause kommen, weil die genau. Ja, so fleißig sind die Taiwaner, ne? Die arbeiten meistens Überstunden oder regulär bis um 9 Uhr abends. Aber nicht alle. Also es gibt schon Leute, die haben um 6 Uhr Arbeitsschluss. Da gibt es dann die erste Stauwelle. Und dann auch. Aber um 9 Uhr gibt es nochmal eine Stauwelle. Ja, so eine. Das heißt ja, um 9 Uhr, dann kommen viele Berufstätige erst nach Hause und die Schüler auch zu der Zeit nach der Nachhilfeschule langsam nach Hause. Und daher, da staut sich der Verkehr zu der Zeit. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass die Männer, junge Männer, 18-jährige junge Männer, kleiner sind als vor 3 Jahren. Ja. Ja, warum? Warum? Weiß ich auch nicht. Du kannst mal raten. Ich soll raten. Die sind kleiner, ja, weil sie sich klein fühlen. Ne? Die, das ist alles psychisch. Ne? Die denken, wir können nichts, wir sind Versager und dann wachsen sie auch nicht. Oh nein, das alles stimmt psychisch. Ja nicht. Nicht. Also, nein, nein, nein. Wie schon gesagt, das Amt hat diesen Bericht veröffentlicht und dazu haben die auch erklärt, warum die Männer kleiner geworden gespannt, sind. Ne? Ja. Ja, und? Ja, A, viele von denen sind dicker geworden als vor 3 Jahren. Sie sind schon gewachsen, aber eher in die Breite. Ja, falsche Richtung sozusagen. Falsche Richtung, das ist heutzutage normal. Darf man nicht sagen, dass das nicht geht. Okay. Diskriminierung. Okay, okay. Ja, ja, okay, weiß Bescheid. Und zweitens, in den vergangenen 3 Jahren, da war ja die Covid-Zeit. Ja, Covid und ist immer schuld. Ja, genau, ja, genau. Ja, ist ja, ja eine einfache Erklärung. Ja, beweisen kann es auch niemand. Ne? Covid war schuld, okay. Ja, während der Covid-Zeit hatten die Jugendlichen kaum noch Platz oder Zeit, Sport zu machen. Was? Ich dachte, die hatten da viel mehr Zeit. Die mussten ja nicht in die Schule gehen, die waren den ganzen Tag zu Hause. Zu Hause, ja. Massenweise Zeit. Nein. Nicht in die Paukschule, nicht in die Schule. Mensch, da hatten die den ganzen Tag Zeit, Sport zu machen. Dann hatten die tatsächlich Zeit. Allerdings nicht für Schule oder für Sport, sondern für ihre Handys. Die haben die Zeit nicht genutzt. Ja, die haben die Zeit falsch eingeteilt. Genau, das zum Beispiel. Und Handyspielen macht nicht größer, meinst du? Nein, nein. Handyspielen, die Ärzte haben so. Die Ärzte, also ich glaube, mein Grund war da gar nicht so schlecht. Also die Gründe der Ärzte, die du mir eben genannt hast, fand ich jetzt auch nicht besser als meinen psychologischen Grund. Die fühlen sich einfach nicht groß. Okay. Die
fühlen sich klein, fühlen sich schwach. Weil diese jungen Leute sich so lange Zeit mit Handy beschäftigen und haben die keine Zeit zu schlafen. Ach so. Und die Schlafzeit ist ja sogar gekürzt worden. Und das ist schlecht für das so. Wachsen. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, diese Gründe kann ich gar nicht akzeptieren. Ja, ich auch nicht. Mein Argument, die jungen Frauen sind nicht kleiner geworden, sondern größer geworden. Ja, aber eben, ne? Die sind ja die, doch in derselben Umgebung. Oder? Genau, die spielen doch auch Computerspiele, die ja, Mädels, auch oder? Ja, wegen Covid-Zeit. Auch, die ja. hatten auch Covid, genau. Ja. Und die hatten auch was. Ja, weniger was, Schlafzeit. Weniger Schlafzeit. Ich verstehe auch nicht, warum die Frauen größer geworden und die ja, Männer ich finde, weil die, kleiner geworden. Die modernen taiwanischen Mädchen, die fühlen sich eben größer und dann werden sie auch größer. Ne? Ah. Das, also mein Argument nimmt immer mehr Wichtigkeit ein, finde ich. Ja? Die taiwanischen Frauen sind stärker geworden, finde ich, insgesamt. Ja, das ja, stimmt. Sie lassen sich nicht mehr selbstbewusster. So, genau. Sie lassen sich nicht mehr so von Konfuzius und seinen Nachfolgern in die herkömmliche Frauenrolle drängen, sondern sie zeigen schon auch, was sie können und dass sie stark sind. Ja, die sind tatsächlich stärker geworden und auch größer geworden, ja. Also auch im Beruf zum Beispiel. Ja, im dann. Geiste und körperlich. Mhm. Ja. Okay, ja. Diese Theorie stimmt ja. Ja, vielleicht. Oh. Ja. Okay, Jojo, der Weise. Jojo, der Weise, Jojo, der Beweise. Der Beweise. Ja, und was ist jetzt eigentlich die Idealgröße? Angenommen, ich bin jetzt ein taiwanischer Mann, wünsche ich mir dann eine große Frau oder lieber eine kleine Frau? Wie ist das denn so? Hast die du Erwartung auch, oder die ja, Erwartungshaltung. Ja, also die Frauen sollen weiße Hautfarbe haben und sehr reich sein und hübsch. Dazu gibt es einen Spruch. Ja. Und zwar bei Fu Mei. Bei ist weiß, Fu ist reich und Mei ist schön. Genau. Und es gibt noch einen ähnlichen Spruch und heißt Sa Bai Tian. Bisschen dümmlich, ja, also ein bisschen dümmlich, naiv. Mhm. Naiv klingt besser als dümmlich, ja. Okay. Naiv, Sa Bai, weiße Haut und Tian, süß. Süß. Anscheinend zwei klassische Frauentypen. So. Mhm. Und das ist wieder eine Umfrage oder was? Nein, ja. Aber diese Sprüche sind wirklich überall gut. verbreitet. Okay. Also bei Fu Mei, weiß, reich und schön, das sind so die Frauen, die man auf Werbeplakaten sieht, oder? diese typischen eher länglichen Gesichter, lange Haare und lange Haare. Kantige, markante Gesichtszüge. Und diese Schönheitsideale haben nicht nur die Taiwaner, sondern auch die Chinesen, also Japaner auch, glaube ich, ja. überhaupt in Asien. Ich dachte, runde Gesichter wollt ihr lieber haben. Yuan Yuan? Oder sind das eher die anderen jetzt hier, diese naiven Sha Bai Tian, naiv, weiß und süß. Ja. Sind das dann eher die Frauen mit den runden Gesichtern? Vielleicht. genau. Auf jeden und Fall. Du hast beides Bihui, nicht? In beiden Gruppen. Das ist ja dann. Das naiv bin ich. Dumm bin ich. Oh, danke. Dumm bist du nicht. Aber für die Männer, ja. wir haben auch eine typische Vorstellung von ja, denen. Nur eine, ne? Da gibt es nicht zwei. Bei Männern gibt es nur doch, eins. Doch, und zwar Gao Fu Shui. Ja, also groß, gewachsen, reich und gut aussehend. Ja, das ja, ist ja eher genau. ist ja ziemlich langweilig. Ne? Die deutschen Frauen, die sagen immer noch humorvoll dazu. Ne? Ah, ja, das klingt schon mal ganz anders. Nicht nur Äußerliches, sondern Humor muss er haben. Ne? Humor. Ja. Okay. Auf jeden Fall gau groß. Ja, aber warum wählen dann die Taiwanerinnen nicht alle europäische Männer? Die sind doch, was haben wir gesagt, 190, 200 groß. Die ja. deutschen Männer sind ja. hier im Durchschnitt 1,80. Ja, eben. Warum wählen dann nicht mehr Taiwanerinnen deutsche Männer? Weil die Deutschen leben ja in Deutschland und Taiwanerinnen in Taiwan. Ja, okay. Und die Taiwaner finden das nicht einfach, Deutsch zu lernen wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein Grund. Auch ein Grund. Ja, diese Sprache ist schuld daran. Oder das eine sind Idealvorstellungen, das andere ist die Realität. Ne? Denn wenn man jetzt so in der Realität sieht, dann erwischen ja die meisten doch keinen großen Mann.
weil nicht so viele große Männer hier gibt. Und die meisten Männer erwischen keine schöne Frau. Wieder eine Realität. Ja, aber Bihoi, irgendwie habe ich bei dem Ganzen auch meine Probleme, denn zum Beispiel dieser Mille vor, ja, dieser Freuden-Buddha, den kennen viele Zuhörende auch von Bildern wahrscheinlich, so eine Buddha-Figur mit dickem Bauch und ja, eigentlich insgesamt auch eher rund und kräftig und gar nicht groß und ja, gut gelaunt und wohl auch reich, oder? Ja, ja, schon, ja, genau. Aber also gut aussehend würde ich jetzt nicht sagen und groß gewachsen auch nicht, aber das ist ja dann auch irgendwie ein Ideal, kann das sein, dass man dick ist und reich und gut gelaunt. Nein, man besucht ja Tempel mit Mille vor. Freuden-Buddha. Ja, Freuden-Buddha. Nicht, weil man ihn heiraten möchte oder mit ihm zusammen sein möchte, sondern überhaupt mal bitte um Freude und Reichtum. Ja. Ja, das hat... Ist für dich kein Widerspruch? Nein, überhaupt keine. Aber warum stellt man dann diesen Buddha nicht auch groß und schlank und gut aussehend dar? Ja, gute Frage. Wieso kann ein eher dicklicher, nicht so gut aussehender Buddha zu so einer Beliebtheit gelangen? Ja, dieser Buddha ist, wie gesagt, ein Symbol der Freude und Reichtum. Und früher in der Vergangenheit, was nicht vor ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren, konnten eigentlich nur die ganz reichen Leute so dick sein. Also die haben ja genug Essen. Und deswegen können sie... Das gab es in Europa auch mal. Noch, so eine Zeit, wo die Dicken eher als die reicheren oder glücklicheren Menschen angesehen wurden. Ja, ich glaube, sowas gab es in Europa auch mal. Mhm. Oder aber das Ganze ist eine Erfindung von Leuten, die eben nicht so hochgewachsen und nicht so schlank sind. Ne? Vielleicht haben die das Ganze erfunden. Ja, und die sind ja vielleicht reich, ne? Und wollen ja die junge Frauen anlocken. Ah ja, das hast jetzt du gesagt. Wir haben vorhin gesagt, dass die deutschen Männer im Durchschnitt 1,80 groß und die Frauen 1,68. Die Frauen in Deutschland? Ja. Also ich bin nur ein bisschen unter dem deutschen Durchschnitt. Obwohl du Deutsch gelernt hast, hättest du eigentlich noch größer werden. Okay. Gute Theorie. Ja. Nee, das hat damals hat nicht gereicht. Du hast dich nicht genug angestrengt wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. Ja. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht setzt du dich mal richtig hin, um das nachzuholen, was du die letzten Jahre nicht gelernt hast, ne? Du meinst ja Deutsch, oder? Ja, du kannst noch wachsen. Es ist nicht zu spät. Du kannst dich nochmal richtig hinsetzen, jeden Tag eine Stunde Deutsch pauken. Vielleicht wird es dann auch mit dem Wachstum nochmal was. Dann werde ich ja den Durchschnitt 1,68 erreichen. Ja. Okay. Ja. Also, das war heute mal wieder unter aller Kanone. Wir wissen es auch, verehrte Zuhörende. Aber ab und zu muss das auch sein, denn wir haben ja die Sendung Kaleidoskop. Da ist ja alles möglich. Alles bunt durcheinander gewürfelt, da kann man schon mal echte Wahrheiten mit Binsenwahrheiten vermischen. Und ja, sie dürfen sich dann wieder herausfischen, was ihnen gefällt. Und wir hoffen natürlich, es war auch ein bisschen was dabei für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschiede ich wie fast immer Chubi Hui und Jojo Long. Bye-bye aus Taipei.